Hallo, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Universe und ja, heute geht's nach Crisis City, weil ich das weiß, ich weiß es halt, weil ich's kann und so. Und weil ich sehe, und weil ich Augen hab. Oh, das mit Augen habe ich gar nicht gewusst. Ja, man weiß nicht alles, ne? Geht auch nicht. Ich mach's mal ein bisschen gemütlicher. Angehen und jump einfach rüber. Piece of cake. Too easy. Auf geht's. Den zu bekämpfen ist schwer. Ach du Scheiße. So. Piece of cake. Weg ist erstmal. Damit ist mir lang. Oder auch sterben. Ist beides recht. Okay, da ist doch einer. Einer von diesen Emblems. Das wollen wir uns noch klein machen. Ich bin bei Crisis City immer ein bisschen vorsichtiger. Ihr kennt's ja, Blitz Sonic Heroes Demo 3. Okay, das war Blitz Sonic Heroes. Das könnte gefixter sein als Blitz Sonic Heroes. Muss aber nicht immer der Fall sein. Es kann ja auch ganz schnell sein, dass das Spiel genauso dieselben Bugs hat wie der Titel. Ganz vorsichtig. Und rüber mit uns. Renn, Sonic, renn, wenn du noch nie gerannt bist. Und jump mal ordentlich. Hey guys, better luck next time. Ich brauche unbedingt jetzt hier einen Ring. Da muss er wohl hochboosten. Ach du Kacke. Langsam macht mir das immer mehr Angst hier. Das Spiel hier. Ich habe das Gefühl, sollen die Zeppelin-Sieben uns quälen. Seht ihr, wo es weitergeht? Ich sehe es nämlich nicht. Ah, da geht's weiter. Da dieser Tower umgekippt. Okay, das wird jetzt ganz knappe Kiste. Da sind Ringe, sehr gut. Komm schon, komm zu Ringe, komm zu mir, komm zu mir. Bei mir seid ihr sicher. Weil bei mir sowieso alles sicher ist. Oh. Oh Gott. Um Gottes Willen, was soll denn das jetzt wieder? Wenn du mir Angst einjagen willst, hier, dass ich jetzt hier Schiss krieg, weil. Naja, weil es ja auch gefährlich und so. Das hast du wenigstens erstmal geschafft schon bei mir. Ich krieg da. Ich hab manchmal hier ein bisschen Angst, dass ich sterbe und wieder von vorne. Nächstes Level sind dran. Welche haben wir denn jetzt? Wir haben einmal das Blaue. Das müssen wir erstmal finden. Rein mit uns. Schauen wir uns doch mal um. Was erwartet uns denn in dem Ding? Okay, das gibt's gab's schon lange. Aber ich bin... Ah! Der behindertste Let's Player, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ja, das war auch entsprechend auf. Ganz vorsichtig, wir werden hier auf uns umgucken. Ich kenne dieses Level gar erst recht nicht. Nee. Auch wenn es schon Ewigkeiten gibt in der Blitz Sonic Gemeinde. Ich kenn's nicht. Ich hab's nie gespielt, das Level. Sagen wir so, die Engine davon war beschissen. Die das Level nutzt, machen wollte.
Ich habe echt das Gefühl. Die schlechte Musik. Die Soundtracks sind ja alle da. Egal, alle im Ordner. Ich habe aber keine OC auch, keine Sorge. So weit gehe ich nicht mehr. Und hör auf zu springen. Springen ist ungesund. Nicht immer. Außer man springt in den Abgrund. Das war jetzt so doll. Das macht mir Angst, ja, alles hier. Ah, die Musik ist geil. Yes. Was ich bringe, habe ich immer noch keine Ahnung, aber naja, irgendwas müssen wir tun. Ganz gerne Raum stehen geht ja auch, ne? Nehmen wir die Anzeige, geht wieder. Und? Yes. Räumen wir auf hier. Darüber. Ach du Scheiße. Die werden es schon schaffen. Wenn ich Glück habe, steht am Soundtrack, aus welchem Spiel oder woher das kommt. Das steht ja bei den manchen Soundtracks. Schaut man das bei dem Soundtrack, wenn ich den finde, auch dran steht, woher der kommt. Dann kann ich euch irgendwann mal sagen, woher er kommt. Dann könnt ihr euch das Spiel mal angucken. Oder ich. Auf jeden Fall dürfte es ein bisschen ein Spiel sein, was ich vielleicht mal gezockt habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich den, diesen Titel, der, wo der kommt, der Track, jemals gezockt habe. Auf jeden Fall, wir machen nur ein Level, die Wüste. Da waren wir schon. Nächstes Level. Sonic Universe, Official Board, Register Now. Wenn er gestanden hätte, Download Now, hätte ich mich echt hier verarscht gefühlt. Schreib's Download jetzt, das neueste Spiel der Welt, Sonic Universe. Wie heißt das Spiel? Ja, Sonic Universe. Okay, also gibt's zwar Sonic Universe, danke. Okay, so verwirrend kann's am Ende werden. Aber egal. Unser Ziel ist es, Spiel abschließen. Alright, let's go! Warte, Probleme. Ich kenne Track nicht. Oh, oh, oh. Hey! Du da drüben, du! Marke, du oder Emblem, du gehörst mir! Ich denke, ich weiß, was die bringen. Hey, ich kann die versinken? Geil! Naja, so viel darf man ja auch nicht vom Blitz erwarten. Oder doch, wenn du zu lang stehst! Schlauer Sonne, die Bezipfer 07. Sehr schlau bist du. So schlau ist meine, dass deine Klugheit mich hier vernichten will. Okay. Die Musik klingt schön. Mal ehrlich. Wer es hässlich findet, weiß ich nicht, der hat Probleme. Aber es hat ja eher seinen Musikgeschmack.
Ich werde mich wahrscheinlich an das LP irgendwann in vielen Monaten später wieder erinnern und sagen: Ach du Scheiße, wie scheiße war ich in dem Ding. Das werde ich mir wahrscheinlich wieder sagen, habe ich was noch nicht Battle Mission getan. Das, nachdem ich mich wieder daran erinnert habe, wieder angeguckt habe. Wie scheiße ich war, die anderen Spieler auch, also. Ich hoffe, dass ich jetzt mich besser bin. Auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall erstmal auf sicherem Gebiet. Und ich sehe das Ziel. So. Noch mehr Leben. Ich bin Leben geil, das ist doch noch cooler. Ich bin abgekürzt. Und gezielt. Ja, Leute, das war ein schönes Wüstenlevel. So, unser nächstes denn? Seid alle dabei? Wir gehen Level suchen. Wer zuerst ein Level findet, dann. Der soll es mir sagen. Die Brücke will ich auch gerne. Hier ist nix. Keine Verwendung zu einem Level. Shop? What the? Hey! Ich schaue, muss ich mir nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Aber anscheinend, je mehr Emblems wir haben, desto eher kriegen wir Super Shell. Ich glaube aber, dass ihr bei meinem Skill das MVP nicht mehr sehen werdet. Und Cheating geht ja hier gar nicht. Also, ich kann euch nicht entscheiden, um euch das mal zu zeigen. So. Was war das? Gehen wir noch mal rein. Okay. Das Level kommt aber erst im nächsten Part. Ich hätte gedacht, wenn es jetzt da reinkommt. Seid gespannt, was uns da erwartet. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst natürlich die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute!